Das Spiel der HSV wird Ihnen präsentiert vom Sportcasino. Eines für alle. Aus gegebenen Anlass, liebe Zuschauer, blicken wir nochmal zurück auf das Finale um den Aufstieg in die Landesliga zwischen Altenrheine und der U23 der Hammer Spielvereinigung. Prächtige Stimmung auf den Rängen, über 800 Zuschauer im Taco-Stadion in Telgte, ein Großteil davon Anhänger des SC Altenrheine, der hier offenbar doch mehr Mitglieder mobilisieren konnte als die HSV. Das war natürlich auch auf neutralem Platz schon sowas wie ein Heimvorteil für die blau-weißen Münsterländer. Und er war in der Anfangsphase auch durchaus spürbar. Wolters macht Druck über rechts, der Pass kommt, der mögliche Abnehmer Nunes da Silva, allerdings einen Tick zu spät. Kurz danach Bültel mit einer Gelegenheit, der Kopfball allerdings deutlich am Tor vorbei. Nach diesen ersten 10 Minuten kam die HSV dann immer besser ins Spiel, suchte jetzt öfter den Weg zum Gehäuse des Gegners. Wir sind in der 17. Minute, das ist Achard an Simon Schlieve im Ansatz vielleicht zu erkennen, was er vorhat. Ja, und das war nicht mal die schlechteste Idee. Alexander Noack im Tor des SC Altenrheine hält hier fast schon im Stile eines Volleyballers. Dann Achard, der den Rheinenser Club jetzt über rechts immer wieder beschäftigte, erfolgreich gegen Hegemann. Aber SC-Kapitän Sandmann klärt im letzten Moment noch vor dem einschussbereiten Hammer-Torjäger Alberdan. Beide Mannschaften im Vergleich zu den Halbfinalspielen unverändert, mit einer Ausnahme bei Hamm. Griff auf der Torhüterposition, das gewohnte Wechselspiel. Elfmeterheld Tobias Krakow machte Platz für Maurice Peter Checker. Jetzt 23 Minuten um, zunächst ruhiger Spielaufbau bei den Rotblusen. Altenrheine stand da sehr kompakt im Mittelfeld, kein Durchkommen zunächst für Morsel, dann aber Schlieve. Und er hat die Idee, ein langer Ball auf Alberdan und der ist schnell und setzt sich durch und schiebt dann Noack vorbei. Und jetzt gab es kein Halt mehr bei den Jungs von Spielertrainer Michael Kaminski. Und der Jubel ist im Hammerlager natürlich riesig. Das konnte hier schließlich schon die Eintrittskarte für die Landesliga bedeuten, auch wenn erst 24 Minuten gespielt waren. Mustak Alberdan, 25 Buden, schoss er im Liga-Alltag, spielt hier nach dem Zuckerpass von Simon Schlieve seine Schnelligkeit gegen Nabar Bäumer aus und behält die Ruhe vor dem Tor. Lörker und Torhüter Noack können da nur noch hinterher schauen, wie der Ball sich ins lange Eck bewegt. Also 1:0 für Hams U23 gegen die hochgewachsenen, gut stehenden Münsterländer war dieser Vorstoß genau das richtige Rezept. Dann ein nächster Versuch. Freistoß Schlieve aus dieser Position, sicher auch immer gefährlich. Noack in diesem Fall aber sicher. Applaus vom SCA-Anhang. Und er hätte danach durchaus lauter werden können. 32. Minute, Wolters überlässt für Hegemann, Lattenschuss. Gefahr noch nicht vorüber, aber dann der Pfiff. Schiedsrichter Severin sah hier ein Foulspiel von Sandmann an Morsel. Tiefes Durchatmen also bei den Rotblusen. Da hätte Cekal nichts zu halten gehabt. Der Schuss von Jack Hegemann hier nochmal in der Wiederholung. Altenrheine durchaus mit Chancen zum Ausgleich. Die HSV-Defensive aber meist wach, ebenso wie die der Blauen. In der letzten Minute der ersten Halbzeit musste bei Altenrheine Luca Bültel verletzungsbedingt runter. Für ihn kam Angreifer Kai Sandmann kurz vor dem Abpfiff. Dann dieser Angriff des SCA. Nach einer Flanke tanzt der Ball durch den Hammer Strafraum. Wolters sichert den Ball. Nicht ganz zu sehen aus dem Rückraum Sven Sandmann. Und dann Sandmann Nummer 2. Und zwar der gerade eingewechselte Kai mit der Riesenchance zum Ausgleich so kurz vor dem Kabinengang. Was abseits, jedenfalls klasse gehalten vom Hammer Schlussmann Maurice Peter Checkerl, der dem Brüderpaar diesen Pausentee nicht noch versüßen wollte. 1:0 zur Pause für Hamm in einem hochinteressanten, intensiven Aufstiegsspiel. HSV-Spielertrainer Michael Kaminski nahm diese dicke Chance von Altenrheine mit in die Kabine. Hier ist er im Bild. Er wusste, der SC wird jetzt nicht locker lassen, wird noch was aus dem Köcher holen wollen, um so schnell wie möglich auszugleichen. Zweite Hälfte, kein weiterer Wechsel. Altenrheine gleich im Vorwärtsgang. Das ist Nunes da Silva, der hier klasse für Kai Sandmann auflegt. Jabri, der Spielverderber. Ansonsten roch es in dieser Szene aber auch nach Abseits. Machen wir weiter mit der nächsten Gelegenheit. Ein Freistoß für den SCA in Minute 51. Von Löhrer ausgeführt, nur knapp verpasst vom aufgerückten Verteidiger Watter. Haben jetzt immer mehr unter Druck. Vollrad bedient die 8, das ist Schneider. Jetzt nur noch Bialaschik im Weg, der Ball geht in die Mitte. Vollrad mit der Chance, aber Kuhn und Rieping können die Gefahr noch beseitigen. Oh Mann, das war schon ziemlich eng, die HSV in dieser Phase ohne jegliche Entlastung. Der Ausflug von Alberdin in der 56. Minute, die Ausnahme. Noack aber rechtzeitig draußen.
knappe Führung weiterhin für Hamm. Fast 15 Minuten jetzt um im zweiten Durchgang. Lörakas Diagonalball erreicht Wolters. Der will jetzt da durch. Sieht gut aus. Und jetzt mal aufgepasst. Was macht denn der Rieping da? Oha! HSV-Kapitän Mike Rieping will da auch gar nicht großartig diskutieren. Wir sehen warum. Seine Arme gehen ihm einfach mal ruckartig voraus. Ja, und dann fällt der knapp 1,90 Meter große Wolters halt. Und Schiri Tobias Severing kann gar nicht anders, als auf den Punkt zu zeigen. Elfmeter für das Team von Trainer Daniel Abke. Die Möglichkeit jetzt für Kai Sandmann also auszugleichen. Und er macht es. Tor für den SC Altenrheine. 60. Minute 1:1. Alles auf Anfang. Und wenn man ehrlich ist, dann war das auch schon verdient zu diesem Zeitpunkt. Da war reichlich Druck auf dem Kessel der Blau-Weißen, der nun im Ausgleich mündete. Die Fans aus Altenrheine aus dem Häuschen, die waren sich jetzt sicher, dass auf der gleichen Seite nun auch das zweite Tor fallen würde. Nochmal der Elfer, Sandmann schickt den Hammerkeeper auf die andere Seite. Sicher verwandelt, aber der Druck, von dem ich gerade sprach, der konnte natürlich nicht ewig andauern. Die letzten Wochen hatten ja viel Kraft gekostet. Danach fand die HSV dann auch wieder mehr Räume. Hier erstmal Bäumer, der für Schlieve ins Spiel kam mit einem Freistoß. Kohn, Riesending für den Hammer-Innenverteidiger. Ja klar, da gehen die Hände vors Gesicht. Das 2:1 für den Traditionsclub nur ganz knapp verpasst. Ja, und hiermit war nach den strapaziösen Wochen wohl zu rechnen. Ilka Algan und der Kampf mit dem Krampf. Er sollte hier auch nicht der einzige Betroffene bleiben. Wir springen in die 74. Minute. Altenrheine mit dem nächsten Anlauf. Sven Sandmann, dann Kevin Vollrath und der geht. Sieht Kai Sandmann, der bringt sich in Schussposition, aber der wird dann doch zu einem dankbaren Ball für Cekal im Hammertor. Dann ging es wieder etwas ruhiger zu. 2 Minuten vor dem regulären Ende sorgte diese Szene aber wieder für mehr Gesprächsstoff auf den Rängen. Toller Pass von Sandmann auf den eingewechselten Pakulac, aber nichts da abseits angezeigt. Ja, ich glaube, das ist relativ eindeutig. Sascha Pakulac rechts oben im Bild. Im Moment der Ballabgabe näher zur Torlinie als die Hammer-Verteidiger. So stand die Verlängerung vor der Tür, es lief die Nachspielzeit. Für Hamm versucht es Bäumer nochmal über links. Flanke, Löacker rettet vor dem einschussbereiten Alberdan. Und auf der anderen Seite mobilisiert dann Kai Sandmann seine letzten Kräfte. Kuhn getunnelt, Bialaschik ist dann aber einer zu viel. Und so blieb es hier beim 1:1. Für beide Mannschaften ein unglaublicher Kraftakt. Für die HSV war das hier sogar die zweite Sonderschicht in der Woche. Im Halbfinale am Donnerstag ging es ja ebenfalls über 120 Minuten, ehe das Elfmeterschießen die Entscheidung brachte. Viel Arbeit also für den gesamten Stab. Kraft für 2x15 Minuten mussten doch noch irgendwo herausgekitzelt werden. Und wenn nichts mehr geht, dann muss Kami halt nochmal ran. Minute 107, Bialaschik verließ den Platz für seinen Trainer, HSV Urgestein. Michael Kaminski wollte nochmal alles geben für seinen Club, für seine Jungs. Beide Mannschaften mit hoher Laufbereitschaft. Es ging hin und her, der Höhepunkt im ersten Durchgang der Verlängerung, die 112. Minute. Angefeuert beim Eckstoß wird hier Kai Sandmann leider nicht zu sehen, aber der Ball kommt. Achtung! Watter und Cekal im Kasten der HSV mit einer tollen und für seine Elf so wichtigen Rettungstat. Alexander Watter mit der Riesenmöglichkeit zur Führung, ja vielleicht zum Aufstieg. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit konnte jetzt das Finale entscheiden und diesen einen Moment hatte die HSV jetzt. Aber Cekal bügelt das mit dieser Parade vorbildlich aus und hält die HSV im Spiel. Und schon sind wir im zweiten Durchgang der Verlängerung, der ähnlich verlief wie der erste. 114. Minute für den SCA schiebt Nunes da Silva den Ball zu Wolters, dann Sandmann und Pakulac übers Gehäuse. Schön anzusehen dieser Spielzug. Pakulac hätte sich hier direkt im Anschluss wahrscheinlich die Krone aufsetzen können. Bessere Chancen gab es auch nicht mehr für seine Mannschaft. Auch nicht für die HSV, die zum Schluss doch noch erstaunlich viele Körner hervorholte. Und so musste dann das Elfmeterschießen über den Sieg in der Relegation und damit den Landesliga-Aufstieg entscheiden. Wir schauen auf die HSV. Wie gesagt, am Donnerstag gab es im Halbfinale ja schon einen Elfer-Krimi gegen Affenwedde, der knapp mit 6:5 gewonnen wurde. Nun also der finale Showdown gegen den SC Altenrheine, der beim eigenen Anhang nochmal Kraft tankte. Und dann ging's los. Die HSV zuerst und der Kapitän geht voran. Mike Rieping ist das. Im Halbfinale hat er getroffen. Und hier ist auf ihn ebenso Verlass. 2:1. Jetzt der SC Altenrheine mit Chris Naberbäumer. Und Cekal pariert. Ja, ist das denn wahr?
Er fängt also da an, wo sein Kollege Tobias Krakow am Donnerstag aufgehört hatte. Der wurde ja durch den gehaltenen Elfer zum Held und Checker, der zieht gleich, hebt hier die Arme. Und er hatte ja auch schon während des Spiels tolle Momente. Naber Bäumers Schuss, aber auch das Gegenteil von Hartung platziert. So der SCA, gleich unter Zugzwang. Nächster HSV-Schütze Kurt Bäumer. Sicher verwandelt und nervenstark der Bäumer, denn im Halbfinale patzt er noch vom Punkt. Hier aber lässt der Alexander Noack nicht die geringste Chance. 3:1 Hamm. Anschluss halten die Devise bei Altenrheine. Jens Löhracker läuft an und er zeigt Nerven. Schießt den Ball neben das Tor. Freude bei Checkerl, Niedergeschlagenheit beim Spieler des SCA. So nah liegt das dann beieinander. Und so nah war sie nun dran, die U23 der Hammerspielvereinigung am Aufstieg. Ilka Algan nun an der Reihe. Schafft er das 4:1? Ja, er schafft das! Und die Hoffnung des SCA Altenrheine damit auf ein Minimum geschrumpft. Dennis Nunes da Silva ist nun an der Reihe, verschießt er, ist Hamm aufgestiegen. Er verkürzt auf 2:4 und damit bewahrt er die Minichance. Matchball aber jetzt für Hamm. Ruhigen Schrittes geht Ismail Itchen auf den Elfmeterpunkt zu. Itchen ist aktuell noch A-Juniorenspieler und hat Trainer Svetislav Babic gerade aufgestiegen in die Westfalenliga. Der Bursche weiß also, wie Aufstieg geht. Alexander Noack noch mit den letzten Psychospielchen. Neben einer zauberhaften Flugkunst vielleicht die einzige Möglichkeit für ihn noch, das entscheidende Tor zu verhindern. Die Spannung steigt, alles schaut auf Itchen und der Ball ist drin! Die U23 der Hammerspielvereinigung setzt sich gegen 11 Konkurrenten in der Relegation durch und steigt in die Landesliga auf. Jetzt entlud sich die ganze Anspannung natürlich in pure Freude. Hier nochmal der Elfmeter ins Glück. Noack in der richtigen Ecke, aber dennoch machtlos. Mit 5:2 nach Elfmeterschießen gewinnt die U23 der HSV also gegen den SC Altenrheine und versüßt ihrem Trainer Michael Kaminski damit den Abschied. Der großartige Endspurt in der Meisterschaft, die anschließenden Strapazen einer kräftezehrenden Relegation, die man kämpferisch auf sich nahm, nicht zuletzt der Glaube an sich selbst, brachten der Mannschaft den Erfolg. Was Altenrheine angeht, ein Elfmeterschießen, das verloren geht, ist immer bitter. Der SC wurde von seinen Anhängern dennoch gefeiert, zu Recht. Altenrheine hatte seine Chancen. Nicht vergessen sollte man, dass in der Bezirksliga 12 den SCA eigentlich niemand zu Recht auf dem Zettel hatte. Das war's von hier. Unser Glückwunsch geht an die U23 der HSV. Tschüss Bezirksliga, willkommen Landesliga.